Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonntagsfolge, zu einer neuen Tagebuchfolge von The Hunter Call of the Wild. Wir sind immer noch hier im Mississippi-Gebiet und wir werden immer noch auf die Jagd gehen, beziehungsweise, was heißt immer noch, also wir werden jetzt mal auf die Jagd gehen nach ein paar Krokodilen. Wo können wir die denn am ehesten finden? Ich würde mal sagen, wir reisen mal hier hin. Und da haben wir nämlich rechts und links und oben und unten ein bisschen Wasser. Und da werden die kleinen Krokodils sich sicherlich aufhalten. Jopp. Und in der Zwischenzeit erzähle ich euch ein bisschen zu meiner Spielewoche und auch zu meiner Real-Life-Woche, die wirklich vollgepackt war mit Ereignissen. Und, oh Gott, was haben wir da? Ein Graufuchs. Ich will keinen Graufuchs. Checken wir ganz kurz die Waffen. Das war doch beim letzten Mal irgendwie, ja genau, problematisch. Da wollten wir doch nochmal umswitchen. Da haben wir doch irgendwie die falschen Waffen mitgenommen. Wow. Wow, seit wann ist das denn hier so luxuriös mit Teppich? What the heck? Verrückt. Verrückt, verrückt. Okay, wir haben hier, ich glaube, mehrfach die gleichen. Warte mal, wie war das nochmal? Wir gucken nochmal im... Was ist denn hier los? So, also hier haben wir 2 bis 4, hier haben wir auch 2 bis 4. Das heißt, die Vasquez. Ne, wir nehmen mal die Zara, die nehmen wir mal raus. Hier haben wir die 4 bis 8. Genau, also die Zara 15, die geht mal raus. Und dann werden wir die alle mal ein bisschen nach oben sortieren hier. Die Bögen sind so außer der Konkurrenz, sag ich mal. Die sind beide 2 bis 7. Das ist natürlich auch Quatsch, ne? Naja, ist ja egal. Also, wir haben jetzt was von 2 bis 4, was von 4 bis 8. Dann brauchen wir vielleicht noch irgendwas Größeres. Gucken wir mal. Und dann nimmt man ja am besten irgendwie... Guckt man sich ja die Munition an, ne? Weil alles andere ist ja irgendwie... Quatsch. Und ich denke mal, für so ein Krokodil brauchen wir da so ein kleineres eigentlich für. Ich würde mal denken, da brauchen wir doch wahrscheinlich das größte, schärfste, was wir so haben. Ihr hört schon an meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. Und das ist auch schon eins der ersten Themen. Empfohlene Klasse 9. Wow, okay. Wie ist denn hier das mit der Polymerspitze? Das haben wir schon, das Zarza 10 müssen wir einlagern. Okay, gucken wir mal danach. Also, ich bin ein bisschen erkältet. Und das liegt an meinem Hausarzt. Ich erzähle euch gleich die ganze Geschichte. Lasst mich mal jetzt hier gerade gucken. Nehmen wir mal das mit. Und für das Zarza-Gedöns, was hatten wir denn da jetzt gerade raussortiert? Also das hier und dann die kompletiven Gegenstände. 30, 308 Geschoss mit Polymerspitze. 308. Gucken wir mal, ob wir das hier haben. Tuck, 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 tuck. Haben wir das vielleicht schon sogar schon im Dings? Das haben wir tatsächlich schon im Dings hier. Dann würden wir doch sagen, können wir doch gucken, ob wir davon noch ein bisschen was kaufen, oder? Kaufen wir einfach nochmal 10 oder 20 davon. So. Falls ihr im Hintergrund ein bisschen Krankenwagen und sowas hört, wundert euch nicht, sag ich da mal. Also irgendwie weiß ich jetzt auch nicht genau. Ah ja, hier. Wir haben in Köln immer noch Karneval, ne? Und das bedeutet leider auch, genau, hier das da rein. Das bedeutet leider auch, dass die Notfallsanitäter, Feuerwehrmänner und Polizisten durchweg im Einsatz sind. Es ist wirklich krass. Living in a wetland does have its advantages. Look at the definition on those tracks. So, gucken wir mal. Inventar. So, jetzt haben wir hier 2 bis 4, 4 bis 8. Und hier haben wir auch 4 bis 8. Das macht gar keinen Sinn. Ach komm, da gehen wir nochmal rein und... Mann! Macht überhaupt gar keinen Sinn. Was mache ich denn da? Also Munition wieder zurück. Wir wollten eigentlich was für 9 holen. Hier, wie ist denn mit dem hier? 7 bis 9. Kaufen wir mal die hier. Die Magnum-Geschoss mit Polymerspitze. Davon kaufen wir jetzt mal ein paar. 20 Stück. Ach komm,
wir kaufen gleich 30 Stück. So, merken wir uns mal, 300er Magnum. Jetzt kaufen wir uns noch die dazugehörige Waffe. Die haben wir leider gar nicht. läuft, sage ich euch, läuft. Verkaufen gibt's leider nicht. Das ist, haben wir hiervon denn was? Die haben wir schon, die King 47 dB. Na, hervorragend, dann machen wir das doch mal. Dann nehmen wir die wieder raus und legen mal die King 47 dB dazu. Gut. Und die Munition dazu. Welche war denn das nochmal? War das die hier? Ja, ne? Ich glaube schon. Die packen wir mal mit rein. Und dann sollte das aber jetzt hier gewesen sein, oder? Einmal die King. Und jetzt die Munition für die King. Haben wir die nicht da mitgenommen jetzt? Das ist doch ein Quatsch, also. Na gut. Madre mia. Das war jetzt die hier, oder? Nee, warte mal. Die hier war das. Kompatible Gegenstände anzeigen, genau. Das waren die 470 Softpoint Geschoss mit Nitro Express. 470 Softpoint Nitro Express, what the heck. Nitro Express hier, sehr gut, rein damit. Jetzt haben wir es aber, würde ich sagen. Jetzt können wir richtig loslegen, aber richtig mal. So, genau, und das Visier noch drauf poppen. Na? Geht nicht. Was haben wir denn da? Ah ja, das ist offensichtlich nur die, die wir haben. Die haben wir auch schon so ein bisschen genutzt beim... Was haben wir denn da bei Way of the Hunter gejagt mit? Na gut, wir laden alle mal durch. Sehr gut. Und dann geht's mal los. Geht's mal raus hier. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwelche Tierchen finden, die vielleicht erschossen werden wollen. Also in dem Fall... Machen wir mal diese drei Fragezeichen und dann gehen wir noch hier mal zu der Hütte. Ich weiß nicht, warum da noch eine Hütte ist. Fragezeichen ist da hinten rum. Gut. Ja, ich kann euch was zu meiner Spielewoche sagen. Fangen wir doch mal damit an, beziehungsweise fangen wir mal mit meinem YouTube-Kanal an. Wir machen ja immer die gleiche Reihenfolge. Na, YouTube-Kanal, was gibt's da Neues? Ja, da habe ich jetzt in der Woche wieder viel aufgenommen. SnowRunner, neue Folgen, neues Konzept, in Anführungszeichen. Das Konzept sieht jetzt vor, dass ich, ja, Multiplayer dazu nehme. Das heißt, ich habe mit dem Nick zusammen aufgenommen. Wir haben eine Session gemacht. Ich habe da zwei Parts aufgenommen. Und die wird es immer mal wieder in der Konserve meistens montags geben. Wahrscheinlich montags immer. Und dann in der Folge kommen wieder zwei Singleplayer-Folgen. Und so geht das halt immer hin und her quasi. Ne? Ich weiß noch nicht, wie viel ich mit dem Nick spielen werde. Ich hoffe viel. Ich hoffe einiges. Waschbär. Wo mag er sein, der kleine Waschbär? Jetzt hier so ein Waschbär wäre super. Ich brauche nämlich einen Waschbär. Wir laufen mal weiter, vielleicht schreit er ja nochmal. Hier irgendwo. Genau, also SnowRunner ist das eine. Dann natürlich Way of the Hunter ist der zweite Punkt, den es auf dem Kanal gibt. Da habe ich jetzt auch aufgenommen wieder, neue Folgen. Das ist schon auch ein, also für mich zumindest gerade ein bisschen anspruchsvolleres Jagdspiel, weil das hier ist halt wirklich, ich finde, einfach geworden. Deswegen ist vielleicht ein bisschen so mein Ding hier, aber... Ich meine, ich spiele das ja auch schon ziemlich lange, muss man ja auch sagen. Ja, und dann habe ich neue Projekte aufgenommen, und zwar einmal War Hospital. Das startet morgen tatsächlich, und da bin ich ein bisschen in der Zwickmühle. Da will ich mal gucken, was da so bei rumkommt. Weil tatsächlich ist es so, dass mir das Spiel sehr viel Spaß macht und das Aufnehmen so locker von der Hand geht. Und ich weiß nicht, ob das was Cooles ist zum Zuschauen. Ich persönlich habe ja da... tatsächlich bei einem Let's Play zugeschaut und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Der hat es jetzt eingestellt tatsächlich, weil ihm das Spiel zu langweilig wird. Was ich ein bisschen bedauerlich finde, aber auch nachvollziehen kann, dass es schon sehr repetitiv ist. Naja, genau, jedenfalls habe ich überlegt, ob ich das jetzt weiterspiele als Let's Play oder alternativ Frostpunk oder alternativ Last Train Home. Alles irgendwie coole Sachen. Ich habe gerade irgendwie Bock auf so vieles. Mal wieder, wie immer irgendwie. Was eigentlich nicht so richtig gut ist. Schweinen. Schwein will ich nun wirklich gar nicht haben. Brauche ich auch noch gar nicht. Ja, das war so ein bisschen das. Ich habe noch Legendary Hoplit gespielt. Das ist ein Tower Defense Spiel. Das macht mir auch Spaß. Wird aber ja rapide. Also fängt wirklich steil an. Geht steil nach oben. Was die Schwierigkeit angeht. Und da weiß ich noch nicht so ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Da habe ich jetzt die erste von drei Maps fast fertig. Kann man mal immer wieder nebenbei spielen. So ist es halt was. Ne? Es ist ein, ich will nicht sagen Mobile Port, aber es ist schon irgendwie ja einfach, aber halt also geschmackvoll, sagen wir es mal so. So, wir machen die drei Punkte, wie gesagt, und dann werden wir uns mal um die Fische kümmern, also um die Alligatoren. Ihr wisst, nach der letzten Folge wollten wir ja diese Sonderausstellungstierkombinationspräparationen schießen. Dafür brauchen wir einen Mississippi-Alligator. Genau. Ja, Old World habe ich diese Woche auch wieder gespielt und ja, diese Woche hat auch der Motorsportmanager angefangen. Season Nummer 2. Und da habe ich auch, ich sag mal, drei Wochenenden am Stück aufgenommen. Das fand ich auch richtig cool. Das macht auch richtig Spaß. Ich bin schon ein bisschen besser geworden tatsächlich. Also das Team fährt ein bisschen besser. Ich kann manchmal meine Fehler noch nicht so einschätzen. Vielleicht war es ein Fehler, dass die Wagen getauscht wurden oder so. Sowas halt. Weiß ich nicht genau, wie aussagekräftig das ist. Genau. Aber es macht einfach mega viel Spaß und da kann ich mir vorstellen, dass ich auch in naher Zukunft direkt nochmal weiter aufnehmen werde. Das ist dann, also dieses Let's Play geht ungefähr bis Ende April. Das ist schon krass. Das ist halt dann die Saison. Jede Woche, ein Wochenende, ein Rennen. Klar, könnte man auch alles schneller zeigen, jeden Tag quasi, aber naja, so ist es halt, ne? So, hier setzen wir noch einen Wegpunkt hin. Da haben wir schon wieder so ein... Achso, das ist der Graufuchs. Ja, Graufüchse sind mir ziemlich Wurst. Ich würde ihn schießen, wenn er mir vor die Flinte läuft, aber ich muss es auch nicht tun. So soll ich es mal ausgedrückt haben. Ja, im Kern war es das quasi. Also erstmal alle meine Let's Play-Formate wieder bedient und gespielt. Hat auch, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt am Wochenende das Ganze ein bisschen ruhiger angehen gelassen. Ja, und dann gab es diese Woche noch ein ganz, ganz, ganz besonderes Projekt. Ich weiß noch nicht genau, wann das auf YouTube kommt. Deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich kann nur sagen, ihr könnt euch auf eine 3-Stunden-Folge freuen. Wir haben einen Brettspiel-Nachmittag gemacht und es war einfach göttlich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde persönlich, ja, wir haben das natürlich als Tabletop gespielt, weil ja irgendwie alle, ne, Finnland und Österreich und Berlin und Brandenburg und Hessen und so. Alle sind wir weit verstreut gewesen. Aber ich glaube, der beste Faktor war das Miteinander. Also der beste Faktor beim Spielen war definitiv, dass wir dann miteinander gespielt haben. Und vor allem, dass man sich halt auch austauschen musste. Ja, und 3 Stunden Spielzeit sind dabei rumgekommen. Das ist gar nicht so wenig, finde ich, tatsächlich. Ich hätte am Anfang gedacht, 1 Stunde oder so. Aber, ja, es hat irgendwie Spaß gemacht und da haben wir tatsächlich auch ordentlich gespielt. Ja, ich denke, dass es das in Kürze geben wird. Ich muss mir noch einen Tag aussuchen, vielleicht nächste Woche Mittwoch. Ich bin noch unentschlossen. Liegt ein bisschen daran, dass morgen bei uns Rosenmontag ist, Karneval wieder. Und da werden wir einen zweiten Tag, eine zweite Partie Brettspiel machen. Shit. Shit, shit, shit. Da ist er. Komm, du kleiner Waschbär. Wow, der verzieht ja mega. Da war er, ne? Ja, ich glaube, den haben wir nicht.
Oh, doch, den haben wir. Oh, nice, 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 nice. Wir haben ihn. Den Waschbären haben wir. Das ist ja richtig nice. Wahrscheinlich haben wir den jetzt richtig mies getroffen. Aber ich sag mal, egal, ne? So, Blut suchen. Junge oder Padawan-Hund. Ist das Blut hier? Folgt der Blutspur, ja. Keine Organe getroffen. Ach ja, das ist bedauerlich. Ah, guck mal, ist trotzdem nicht so weit gekommen. Oh, vielleicht habe ich da auch... Ja. Warte. Ach nee, das war das falsche B. Warte mal, V gedrückt. So, komm mal, kriegst du deinen Hundeknochen. Keine Trophäe, weiblich. Ich glaube, wir müssen männliche Waschbären finden. Schade. Na gut, nehmen wir ihn einfach mal an. Schade, schade. Schokolade. Aber egal, wir haben 700 Tacken gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, so viel zu meiner YouTube-Sache, zu den Spielen, die ich diese Woche gespielt habe. Habe ich sonst noch was im Blick? Tja, ehrlicherweise gerade nicht. Ich habe ja tatsächlich doch ein paar Spiele gekauft jetzt schon dieses Jahr. Also Enshrouded habe ich gekauft. Palworld macht mir sehr viel Spaß tatsächlich. Das Hobbiten-Spiel, wie gesagt, ist was für zwischendurch. Abends, wenn man irgendwie nicht so viel spielen will. Und ich habe gemerkt, das ist ein bisschen peinlich. Sobald ich verliere, habe ich keinen Bock mehr. So, jetzt müssen wir mal zu der Hütte hier gehen. Das geht euch vielleicht auch so. Ich meine, ich habe ja damals schon immer gesagt, ich bewundere ja so Menschen, die da so standhaft dranbleiben und jedes Achievement farmen und immer wieder und immer und immer wieder. Das ist schon irgendwie cool. Aber in meinem Fall, na, ich weiß es nicht. Ne? Bei so einem Tower Defense Spiel, wenn ich dann da schlecht durchkomme oder gerade gar nicht und so überrollt werde, habe ich auch einfach nicht die Muße, mir zu überlegen, wie kriege ich denn das jetzt mit meinen Ressourcen hin. Ich habe dann immer gleich das Gefühl, das schaffe ich eh nicht. So, und dann... Weiß ich auch nicht. Kickt der Narzissmus rein und dann ist eh vorbei, ne? Dann ist eh vorbei. Ich überlege gerade, ob ich sonst noch was gespielt habe. Hätte ich mir vorher mal angucken können. Na, zuletzt gespielt. Na, ich habe schon wieder so eine Fliege hier rumfliegen. Geht mir auf den Keks. Ja, ansonsten kann ich euch ein bisschen zu meiner Real-Life-Woche erzählen. Da war natürlich viel los diese Woche, weil am Montag eben mein Freund wieder zurück in die Türkei geflogen ist. Ich habe diesmal nicht so viel geweint, also eigentlich, genau gesagt, habe ich gar nicht geweint, weil ich irgendwie dachte, also ich habe mich nicht danach gefühlt, so muss man ja anfangen. Ne? Ich habe mich traurig gefühlt und ich fand so gerade am letzten Wochenende, ich weiß nicht, ich habe irgendwie für mich so festgehalten, ich sitze dann nur noch die Zeit ab. Und das kann man natürlich falsch verstehen, aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen die Zeit abgesessen, weil ich dachte, wir haben ja eh nicht mehr so viel Zeit miteinander. Ich meine, wir haben schöne Dinge zusammen gemacht, ne? Das war jetzt nicht das Ding. Aber ich denke mir dann, ach ja, aber wir sehen uns ja eh nicht mehr. Also ich meine, wir sehen uns ja eh bald nicht mehr. Wir sind ja bald, ist ja schon Flughafenzeit und dann, naja, ach, doof irgendwie. Es ist einfach keine schöne Situation, wenn man einfach mal drei oder vier Länder weiter weg wohnt. Länder, ja. Was ist das? 3000 Kilometer oder so? Ich glaube ungefähr so. Oder 3,5. Ich weiß gar nicht, so irgendwie um die Richtung wird das sein. Ich muss mal ausmessen. Diesmal ist er nach Istanbul geflogen. Ah ja, gut, letztes Mal glaube ich auch. Ja, ja, zum Flughafen gefahren, montags, mittags. Und er hat sich ja so einen Koffer, der hat ja 2 von 4 Rollen an seinem Koffer sind ja hinüber, ne? Und dann schlürt er den halt wirklich auf dem Koffer, also ohne Rollen, einfach über den Asphalt. Das macht mich wahnsinnig. Da könnte ich auch wirklich richtig... Furchtbar. Wir haben das dann so gemacht, dass ich mein Fahrrad genommen habe und wir haben dann hinten auf den Gepäckträger draufgetan, den Koffer. Und dann, naja. Und er hat natürlich auch wieder das Maximum an Gewicht rausgeholt. Ich glaube, 23 Kilo dafür mitnehmen. 3 Alkoholflaschen waren das und Hallöchen, Waschbär, männlich. Komm her. Ah, Patsch. Man hört die Waffe gar nicht. Wir hätten das auch noch der hier geschossen. Naja,
gucken mal in die Richtung, aber nee, da ist wahrscheinlich kein Blutfleck. Aber er muss ja da noch irgendwo sein, er kommt ja da nicht weg. So, warte mal, Waschbär. Dich kriege ich doch noch. Ja, was soll ich sagen? Genau, also jede Menge Schokolade, jede Menge Alkohol, die Schokolade alle für die Nichte, den Alkohol für sich selbst, immerhin mal ein Fortschritt. Insgesamt können wir festhalten, der ganze Aufenthalt war ein Fortschritt. Wir haben uns sehr gewehrend gegeneinander, ein Schwein, gegeneinander, miteinander vertragen quasi. Noch ein Schwein. Wo ist denn der Waschbär? Ich würde den Waschbär interessieren. Ja, das war natürlich schön, dass das dann doch relativ harmonisch war. Klar, wir haben uns auch gestritten und wir haben auch ein einziges Mal, glaube ich, hart über die Beziehung diskutiert. Ja, und ansonsten, tja, was soll man da sagen? Ne? Macht er nun mal seine Pläne fürs Leben. Und ich mache meine Pläne fürs Ableben und dann ist das natürlich nicht sehr kompatibel miteinander. Das muss man einfach so sagen. Ja, und was wir da jetzt draus machen, haben wir nicht besprochen. Das ist natürlich eine gute Taktik, ne? Einfach mal nicht drüber reden. Kann ich sehr empfehlen, ja? Wenn ihr eine Beziehung habt, ist am leichtesten, einfach mal nichts dazu zu sagen. Einfach mal nicht drüber reden. Warum auch, ne? Macht ja in den meisten Fällen eh keinen Sinn. Naja, haben wir so ein bisschen, ich will nicht sagen verpasst, ich habe am Ende nochmal gefragt, ob wir das, oh Hallöchen, Mississippi Alligator, 230 Meter ist ein Sechser, das heißt, theoretisch müssten wir das doch mit dem Dreier hier hinkriegen, oder? Ne, ist ein Neuner, mit dem müssten wir es hinkriegen. Okay, versuchen wir es mal. Wir markieren erstmal das Tier. Oh wow. Das war völlig darüber. Der bewegt sich so gar nicht. Jetzt haben wir ihn fett getroffen, würde ich sagen. Ja, mal das mal schnell hier. Nicht, dass uns das hier verloren geht, ne? Während er stirbt. Gucken wir uns die Zwischensequenz an. Ja, da ist nichts gestorben. Da ist er. Da ist nichts gestorben, sagst du? Das Ding ist natürlich jetzt, der kann irgendwo sein. Oh, da hinten. Sehr schwer. Mal gucken, wie weit das weg ist. 236 Meter. Na gut, dann gehen wir mal. Oh, warte mal. Da guck mal, den haben wir doch getroffen. Wie kommen wir jetzt darüber? Kommt das Tier jetzt zu uns oder wie ist das jetzt hier so? Ja, oder? Ja, ich glaube, der kommt langsam hier rüber geschwommen. Ja, dann machen wir das doch mal so. Warten wir einen Moment ab. Was soll ich euch sagen? Also Fernbeziehung kann ich nicht empfehlen. Ja, ich meine, es kostet halt unfassbar viel Geld. Man hat dann auch immer irgendwie das Gefühl, man muss jetzt unbedingt was Tolles miteinander machen, weil wir ja nur diese begrenzte Zeit haben. Das ist halt auch Quatsch, ne? Na, fliege schon wieder. Witzig war, dass wir am letzten Abend nochmal Kniffel gespielt haben und da habe ich gewonnen, 2 Runden und dann war noch eine Runde offen und ich hätte über die 6 Runden, die wir gespielt haben, hätte ich noch einen Unentschieden rausholen können und dann hat er gesagt, er will nicht mehr spielen. Das war gemein. Ist halt auch dummerweise sowas, wo man dann am Ende nicht mehr irgendwie intervenieren kann, weil halt Krickente, okay krass. Weil halt ja einfach die Zeit fehlt. Ne? Also ihr könnt einfach kein normales, in Anführungszeichen, Beziehungsleben haben, weil halt ständig der Zug, in dem Fall der Flug, nach Hause geht. Echt doof. Richtig doof. Naja. Ja, wann wir uns wiedersehen, keine Ahnung. Ich denke, wir werden uns nochmal wiedersehen im Leben.
Wir sind doch irgendwie noch zusammen. Also ich weiß, dass Herr Philipp mich irgendwie danach gefragt hat, und wie seid ihr denn verblieben? Und ich eigentlich hätte antworten müssen, ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Das ist ja eine gute Frage. Nächste Frage bitte. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde das auch okay gelöst hier. Gold, na Hallöchen. Na, junger Mann. Dich werden wir mal ausstopfen. Bams. That thing's enormous. You are not messing around, the hunter formerly known as Rookie. A plus. Alligators were endangered here in Mississippi in the late 60s. So wildlife officials packed horse trailers with 3,500 juveniles from Louisiana. They drove them to the Mississippi State Fair and handed them out in bags. Can you imagine going to the fair to ride the carousel and shoot tin cans and taking home a baby gator? Sure makes for more of a prize than a goldfish in a bag. Thanks to those efforts, the state population's approaching 40,000 these days. There's some commercial farming, but mostly they're just hunted for sport. Okay. Mission abgeschlossen, reptilisches Gehirn. Das freut mich. Das freut mich, aber wir brauchen tatsächlich, was ist das denn hier? Das sind diese Krickenten, die sind auch schön, ja, trivial. Vielleicht können wir davon ja auch mal eine schießen, oder zwei. Ja, halten wir fest, Enten schießen hier ist einfach Käse. Wirklich, das macht so gar keinen Spaß. Mann, 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 Mann. Ja, dann habe ich nach dem Wegflug von meinem Freund ja tatsächlich Urlaub die ganze Woche, weil ja Karneval ist, ne? Vorsorglich habe ich gedacht, ich nehme mal die ganze Woche Urlaub. Dieses Krokodil ist, glaube ich, weg. Sehr bedauerlich. Und bin da erstmal Dienstagmorgen zum Arzt gegangen, weil ich da nochmal... Ja, ich habe halt echt Probleme mit meinem, wie soll ich das sagen, mit meinem Bauch. Ne? Es tut irgendwie weh. Der Bauchnabel, Bindegewebe, vielleicht habe ich Magen, irgendwas. Oh, hallo. Ja, gerne. Mississippi Alligator. Kommen Sie ruhig näher. 70 bis 90 Meter, da habe ich doch Bock drauf. Komm her. Ich weiß nicht, wie schnell der so ist. Da. So. Oh, oh. Der frisst mich jetzt. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein jetzt hier. Ah ja, er stirbt. Alles klar. Gut, jetzt müssen wir wieder warten. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber naja, gut. Das hätte aber wirklich auch böse enden können, ne, Hundi? Na? So. Wir warten mal. Der wird ja gleich nochmal... Das war der erste Punkt hier. Gehen noch einen zweiten einfach. Jetzt dauert das wieder 100 Jahre, bis der stirbt. Ne? Immerhin kommt er dann angefahren oder angeschwommen. Oh, der Hund geht auch ins Wasser. Auch ja, mutig bei hier so Alligatoren. Ne? Die können ihn auch einfach mal anschnappen. Ja, also war ich beim Arzt. Genau. Und der saß da mit Maske und das Erste, was er so sagt, ist, er hätte halt die Maske auf, weil er angeschlagen sei und er wolle aber seine Patienten nicht anstecken. Hä? Hä? Ah ja, da kommt auch schon der kleine Alligator. Ja, wie soll ich das denn bitte schön verstehen? Also, ist er jetzt ansteckend oder nicht? Also, ich meine, man trägt ja nicht einfach so eine Maske. Jedenfalls, seit Donnerstag habe ich Kratzen im Hals, ist das nicht schön? Ich war ja auch gerade erst erkältet und hatte Kratzen im Hals und jetzt geht das schon wieder los und das Einzige, wo ich halt wirklich war, ist im Rewe und beim Arzt. Ja,
Und ich meine, der Arzt war mir am nächsten, hat an mir rumgefummelt und hat ja nun auch, offensichtlich war er ja schon angeschlagen. Also, klar, man kann es jetzt nicht nachweisen, dass er es war oder dass es mir dann quasi verpasst hat. Aber ich finde es trotzdem, also richtig ärgerlich. Und es ist halt auch ärgerlich, was schon wieder in meinem Urlaub ist. So, Trophäe bestätigen. Silber. Wir nehmen ihn trotzdem. Ausstopfen. Okay, der wäre was sonst gewesen. Auch ein fetter Goldener. Ja, wir müssen jetzt wirklich mal ein bisschen sparen. Wir haben nur noch 18.000. Ja, komm, den nehmen wir doch mit und jetzt ist aber dann vorbei. So, jetzt können wir nichts mehr ausstopfen. Jetzt müssen wir wirklich erstmal ein paar das ganze Jahr durch jagen, damit wir dann am Ende genug Geld haben, um uns hier eine Trophäe leisten zu können. Wir können mal gucken, was wir sonst noch machen können hier. Guck mal, hier gibt es noch 3 Fragezeichen. Dann machen wir die doch mal. Ist auch ein bisschen entspannter jetzt zum Folgenende. Ja, also bin ich jetzt tatsächlich leicht angeschlagen schon wieder. Ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird. Jetzt die kommende Woche werde ich wieder arbeiten und ich werde auch sehr viel arbeiten. Oh, guck mal, was für ein süßer Hase. Tatsächlich werde ich richtig viel arbeiten. Und da wäre es einfach super cool, wenn ich nicht krank wäre. Was soll ich da sagen? Naja. Man jetzt, es ist halt so, ne? Man kann ja eh nichts machen. Man hat es dann und dann muss man es sozusagen aussitzen. Aber schön ist anders. Das kann ich schon mal sagen. Naja, warten wir mal ab. Bis jetzt hält es sich in Grenzen. Ich werde natürlich gleich wieder Bonbons lutschen. Und mir leckeren Tee reinpfeifen. Ach, wie toll. Ja, und auch das ist dann so ein Punkt. Ja, da vermisst man dann seinen Freund und sagt, hey, normalerweise würde ich jetzt sagen, ich hätte gern Tee. Und dann würde er mir einen Tee machen. Das wäre natürlich ideal. Jetzt muss ich das quasi, naja, selber machen. Das ist halt blöd. Genau wie Frühstück, genau wie Mittagessen. Ich meine nicht, dass er jetzt hier ständig gekocht hätte. Wir haben ja meistens zusammen. Oder der eine für den anderen. Das war auch immer cool. Ah ja. Warum nicht in Nostalgie schwelgen? Ist vielleicht auch blöd. Ja, und dann, nein, mein Lieblingsthema am Donnerstag war Karneval. Weiberfastnacht heißt das ja hier. Ja, ist was anderes als Fasching, darf man nicht verwechseln. Hat kulturell und geschichtlich einen ganz anderen Hintergrund. Ja, und während es bei der Fastnacht im hessischen Bereich und so alles ein bisschen um das Vertreiben der Wald, nicht der Waldgeister, der Wintergeister geht und man in wilden, großen, überdimensionalen Hexenkostümen irgendwie über die Straßen zieht und quasi feiert, sagt man da feiert, wird hier in Köln rumgehurt, rumgesoffen, was das Zeug hält, randaliert, überall hingepinkelt, wild gekotzt und laut Musik gehört. Und zum laut Musik gehört auch das Grölen, Brüllen und Schreien dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Naja, jedenfalls war das am Donnerstag so, ging auch schon morgens gleich um 10 Uhr los. Das war natürlich, ich sag mal, äußerst unschön. Geht halt meistens bei den ganz jungen Menschen sogar schon so weit, dass sie um 10 Uhr morgens dann auch schon mit Alkoholvergiftung irgendwo in der Gosse liegen. Das ist natürlich schon auch krass. Insgesamt kann man sagen, ist das Ganze ein bisschen ruhiger gewesen. Und das hat halt so eine Dynamik gehabt. Ach, guck mal. Da kommen wir mal ein. Weiß nicht, ob ich den getroffen habe. Das hatte so eine Dynamik von, es regnet gerade. Also es hat am Donnerstag richtig geschüttet den ganzen Tag. Nicht ein bisschen, ja, nicht so ein bisschen Fissel, sondern schon ordentlich. Ja, und das hatte einfach zur Folge, dass die meisten dann quasi nicht auf die Straße gegangen sind, sondern zu Hause gefeiert haben. Und das war halt nicht so richtig cool. Besonders halt hinten raus, also ich habe halt so einen Hinterhof, der relativ groß ist und da Halt und Schalt ist natürlich dann auch schon mal ordentlich, ne? Folgt der Blutspur, ach, da hinten ist alles klar. Ja, und da war halt mal den halben ganzen Tag echt Musik laut an und noch nicht mal so die schöne Karnevalsmusik, ne? Das ist ja wirklich das Bedauerliche dabei auch. Noch nicht mal die schöne Karnevalsmusik. What? Hier ist gar kein Blutfleck. Ich breche ab. Das kann nicht dein Ernst sein.
Sehr niedriger Blutungsgrad. Ja, Hundi, ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir uns das antun. Solange der nicht tot ist, gehen wir mal noch nicht da lang. Komm. Wie können wir den jetzt wieder hier bei Fuß? Ja, warten wir erstmal, bis der verblutet ist und dann holen wir uns den. Das ist ja kein Problem. Genau, also Regen hat dazu geführt, dass die meisten dann drinnen geblieben sind und da Party gemacht haben und dann wahrscheinlich später zu irgendwelchen Festen gegangen sind oder so, oder größeren Partys. War insgesamt, ich sag mal, okay, nervig, aber okay. Ich persönlich würde mir halt sehr wünschen, dass das halt aufhört. Also sagen wir es mal so, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die Leute feiern. So, das ist ja, sollen sie ja machen, ist ja okay. Ich persönlich finde halt nur dieses Exzessive. Es gab irgendwo ein Video, wo war das, bei Instagram habe ich das gesehen, was die Stadt an dem Tag auffällt an Sicherheitsmaßnahmen. Und ihr macht euch keine Vorstellung, die ganze Stadt, nicht die ganze Stadt, die Innenstadt wird hermetisch abgeriegelt, ja. Da werden Holzbarrikaden in 2 Meter Höhe mit Stacheldraht um Gebäude gezogen, weil die Geschäfte, die Gebäude wollen sie schützen. Es gibt zum Beispiel so ein Gebäude der Sparkasse. Das ist relativ groß, also am Rudolfplatz. Und die haben wirklich eine 2 Meter hohe Holzbarrikade drumherum gebaut. Also eine riesige Holzwand, ja. Und zusätzlich noch, hier ist immer noch kein roter Fleck, seht ihr? Und zusätzlich noch Stacheldraht drumherum, also oben, damit wenn du da drüber klettern könntest, in deinem vollbesoffenen Zustand, um dahinter dann wild zu pinkeln, dann würdest du erstmal schön einen Stacheldraht reinpacken. Das ist doch krass, oder? Ich meine, und das ist nicht nur ein Gebäude so, sondern viele Gebäude haben das so gemacht. Sich wirklich verbarrikadiert. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie es bei uns unten vor der Türe aussieht. Quatsch, ausgesehen hat, so. Ich bin schon, also, ja, oder aussieht, ich weiß es gar nicht so genau. Ich war Freitag das letzte Mal draußen. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Oder ausgesehen hat. Ich befürchte, also ich bin jetzt unsicher, weil ich befürchte, dass unser Hauswart, ja, also der Mann, der ganz unten wohnt mit seiner Familie, die auch das Treppenhaus putzen, dass die das dann wegmachen. Und ich finde das so, ach, furchtbar. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei uns hier in der Straße so arg ist, aber es gibt halt Straßen, wo die Leute wirklich in die Hauseingänge pieseln und kotzen und alles an Fäkalien dalassen, was so geht. Obwohl die Stadt tonnenweise, also wirklich meterweise, hunderte von Dixi-Klos aufstellt. Hunderte. Das ist mir einfach zu viel. Und ich erinnere mich, ich habe bestimmt letztes Jahr auch so ein Video gemacht, hier im Tagebuchformat, und mich darüber beschwert. Und ich habe euch bestimmt letztes Jahr schon erzählt, dass die Stadt 800.000 Euro dafür ausgibt, Holzplatten auf ein Grünstück zu legen, auf Rasen, ja, auf Wiese. Damit das von den Studenten, den Feiernden, quasi nicht kaputt getrampelt wird. Ja. Und jetzt sind wir ja schon im zweiten Jahr hier, beziehungsweise das ist jetzt schon das dritte Jahr des Tagebuchs, aber das zweite Jahr, dass ich euch davon erzähle. Und das macht nach Adam Riese schon 1,6 Millionen. Wir reden jetzt von 1,6 Millionen Euro. Was würde ich mit 1,6 Millionen Euro anfangen? Ich sag's mal so, ich hätte da schon ein paar Ideen. Dann lässt sich doch locker noch eine Kita aus dem Boden stampfen, oder? 1,6 Millionen? Meinetwegen. Naja, gut. Ich sag mal so, die Stadt wird das sicherlich irgendwie verbrauchen. Oh, hallo. Wenn der mir so vor den Dings hüpft. Warum dann nicht? Ich glaube, ich habe irgendwie nicht so richtig Wumms hier. Vielleicht habe ich die falschen Patronen dabei. Den habe ich ja nicht mal getroffen, war. Eieieiei. Ja, den habe ich nicht mal getroffen. Ach, ist das peinlich. Na gut. Ja, also das ist mir einfach zu viel. Das ist mir zu exzessiv. Und deswegen finde ich das an der Stelle auch nicht mehr angemessen. Und ja, ich bin alt. Und ja, wir haben damals anders gefeiert. Und ja, das war nicht so überfüllt. Und es war irgendwie gesitteter. Und auch die Karnevalsmusik war alt. Karnevalsmusik und nicht Helene Fischer auf der Mallorca-Edition. So. Furchtbar. Naja, gut. So ist das vielleicht, wenn man alt wird und sich aufregt über die Jugend.
Dafür habe ich relativ gut gelesen, tatsächlich viel gelesen. Habe ein Buch beendet, was ich, ja, ich glaube, die Hälfte davon habe ich nochmal gelesen. Genau, und ein anderes Buch angefangen. Der Buchclub läuft und jetzt gerade lesen wir Im Grunde gut. Ist von einem belgischen Schriftsteller, der darin schreibt, dass Menschen im Kern eigentlich gut sind, obwohl wir uns eigentlich immer vorhalten, dass die menschliche Natur böse und aggressiv und, naja, nicht kooperativ, sondern kompetitiv ist, ja. Und er hat da jetzt mal eine andere Hypothese aufgestellt und sagt, nein, im Kern sind wir eigentlich gute Wesen. Ui, guck mal da. Da reisen wir noch hin. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber wir können uns das vornehmen. 3 Minuten oder so? Ja, schaffen wir vielleicht. Spannende Sache. Ich bin noch nicht so allzu weit, aber die Perspektive finde ich spannend. Und ja, mal gucken, was da so kommt. Ne? Bin ich mal auf Empfang. Werde ich euch vielleicht noch ein bisschen was von berichten. Im Kern müssen wir sagen, war es dann das aus meiner Woche. Viel aufgenommen, viel gespielt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Beim Arzt gewesen, tja, Freund in der Türkei, versucht mich auszuruhen, Halsschmerzen, ach, das volle Programm, Karneval. Ach, ja, so ist das. So ist das. Nächste Woche, also die Woche, die morgen startet mit Rosenmontag, da habe ich halt noch frei. Ich bin mal gespannt, ob da jemand in der telefonischen Sprechzelle anrufen wird. Das fände ich tatsächlich sehr lustig. Wahrscheinlich gehe ich auch dran, einfach mal um zu gucken, wie die Leute reagieren. Jedenfalls Dienstag muss ich wieder arbeiten. Mittwoch ist, glaube ich, das ganz normale Ready or Not Team-Treffen. Und Donnerstag habe ich einen Yoga-Kurs. Den werde ich auf jeden Fall hingehen. Selbst wenn ich super erkältet krank bin, werde ich trotzdem hingehen, weil das der erste Kurs ist. Es ist eine etwas härtere Nummer. Ich habe mir eine Yogamatte gekauft, extra dafür. Und es geht da sehr um Rücken. Mein Rücken ist definitiv ein Problem bei mir. Ja, und dann will ich das mit dem Abnehmen nochmal ein bisschen forcieren. Das hat leider mit dem Freund im Gepäck so gar nicht funktioniert. Ich will ihm das nicht in die Schuhe schieben, aber wenn man zu zweit ist, isst man einfach auch mehr. Oder regelmäßiger oder so. Ja. Hier, wenn ich alleine bin, kann das auch schon mal sein, dass ich einen Tag lang gar nichts esse. Also einfach, weil ich denke, ich habe genug und ich habe auch keinen Hunger oder so. Ja, und da ist das natürlich dann, da kommt dann auch Schokolade rein und Chips und ach, hast du Lust auf ein Bier? Ach ja, lass uns ein Bier beim Zocken irgendwie trinken. Ja, so ist das dann. Ja. Ist nicht so hilfreich, aber so ist die Realität. Meine zumindest in dem Fall. Ja. Es fehlt noch ein Waschbär. Hm. Das sind Vögel. Ich wollte gerade sagen, was macht denn hier so komische Geräusche? Das sind die Wachteln hier. Die Virginia-Wachteln. Ja, um die Schweine kümmern wir uns nicht. Wir kümmern uns da hinten um das Häuschen. Ist heute meine Folge mit ein bisschen Überlänge. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls war das so meine Woche. Und ja, das ist der Ausblick auf die nächste Woche. Rücken, Yoga und anschließend noch essen gehen mit Kollegen. Das wird sicherlich auch cool. Da werden wir mal, sag mal schnell hier, vegetarisch essen gehen oder vegan sogar, ich weiß gar nicht. Weil das, ja, da ist die eine ist sehr intolerant gegenüber Milch, Laktose, Weizen und dem ganzen Krempel. Vielleicht entwickle ich mich auch da langsam in diese Richtung, könnte sein. Finde ich ein bisschen ironisch, könnte aber sein. Naja, wie dem auch sei, das ist so ein bisschen die Sache. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir machen einfach mal Schluss an der Stelle und gehen zu dieser Hütte beim nächsten Mal. Wir werden, oh ja, guck mal hier, wir gehen zu dieser Hütte beim nächsten Mal und machen hier den ganzen Plan durch. Und da oben ist noch eine Hütte, what the fuck? Und noch mehr Fragezeichen. Okay, meine Damen und Herren, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche, kommt gut in die Woche, habt einen guten Wochenstart, passt auf euch auf, ja, und feiert nicht so viel und feiert nicht so laut mit den Fischer. Das ist ja furchtbar. Okay, macht's gut, bye bye.